Der Beruf des Geigenbauers, der Geigenbauerin erlebt gerade eine Renaissance. 50 bis 60 gibt es in Österreich, eine Handvoll sind es in Oberösterreich. Ein Meister seines Fachs ist Alexander Schütz aus Linz. Er zählt weltweit zu den Besten. Stradivari, Amati, Guarneri, die berühmtesten Geigenbauer der Welt hätten wohl ihre Freude mit ihm gehabt. Alexander Schütz ist ein Meister seines Fachs. Er haucht alten Meisterstücken wieder neues Leben ein. Schütz ist Geigenbaumeister mit Leib und Seele. Profimusiker und Geigenbauer aus aller Welt vertrauen auf sein Können. Dieses Exemplar kostet ein Vermögen, etwa so viel wie ein topmodernes Einfamilienhaus. Das edle Stück wurde von Mäusen angefressen. Der Auftraggeber lebt in Holland. Der Arbeitsauftrag war, wurscht wie lange es dauert, wurscht wie viel das kostet, das muss einfach perfekt werden. Genau. Und das sind mir die liebsten Aufträge, weil da kann man... Ja, da kann man sich so richtig eintigern und da kann man wirklich zeigen, was man kann. Schütz stellt den ursprünglichen Zustand wieder her und versucht, die Originalsubstanz zu erhalten. Oft geht es dabei um Millimeter. Über Mangel an Arbeit kann er sich nicht beklagen. Es redet sich einfach immer, dass ich das nicht so schlecht mache anscheinend. Und ja, so kommen halt auch Instrumente aus Australien oder aus Taiwan zu mir. Eine Kunst, die jahrelange Erfahrung und eine gute Ausbildung braucht. Sein Handwerk gelernt hat Schütz an der renommierten Geigenbauschule in Mittenwald in Deutschland. Nach seiner Ausbildung zog er 7 Jahre lang in die Welt hinaus, um von den Besten zu lernen. Sein wahres Können zeigt sich, wenn er nach den Vorstellungen eines Musikers eine neue Geige baut. Jedes Stück ist ein Unikat und 100% Handarbeit. Eigentlich sind meine selbstgemachten Instrumente, also ich betrachte die ein bisschen wie meine Kinder, weil man so viel Zeit verbringt, bis ein Instrument fertig ist und ich da mein ganzes Wissen und meine ganze Erfahrung einstecke und mein ganzes Herzblut, das ist eigentlich ein Teil von mir. Und das Schönste ist dann, wenn es fertig ist und super klingt und dann von einem Musiker gespielt wird, der dann wieder andere Menschen damit erfreut, mit dem schönen Klang. Also das ist so eine befriedigende Arbeit. In der Werkstatt hat Alexander Schütz auch seine große Liebe gefunden. Zur Hochzeit schenkte er seiner Frau Cien Cien ein ganz besonderes Cello. Cien Cien ist Cellistin und Musikpädagogin. Er kennt meine Musik und ich spüre das, dass er beim Bauen des Cellos schon so viel überlegt hat und dass es wirklich zu mir passt. Und wenn ich dann auf der Cello spiele, dann spüre ich auch von ihm, wie viel Liebe das er beim Bauen hineingesteckt hat. Ja, super. Dass sein Beruf einmal ausstirbt, glaubt Schütz nicht. Es ist fast ein bisschen zu einem Modeberuf geworden und ich kann es gut verstehen, weil es einfach wirklich ein super Beruf ist. Die Geige gehört nach wie vor zu den beliebtesten Musikinstrumenten.